Hallo Klasse. Ich bin die neue Kräuterkundenlehrerin und mein Name ist Frau Pilziburg und ich wollte mit euch heute einige wichtige Heilpflanzen durchgehen und wir müssen aber heute sehr, sehr, sehr leise sein, denn die Alraunen sind in einem sehr, sehr kritischen Stadium ihrer Entwicklung und da dürfen sie unter keinen Umständen gestört werden. Und daher werde ich auch die ganze Zeit sehr leise sein und ich erwarte von euch, dass ihr genauso leise seid. Ihr müsst euch aber trotzdem sehr gut konzentrieren, denn das alles, was wir heute durchnehmen, das hat in der Prüfung großen Wert und ihr müsst das dann alles auch wissen. Ich habe den großen Heilpflanzenatlas dabei und ich erwarte auch von euch, dass ihr alles dabei habt und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn ich werde alles zeigen. Und ja, wenn ihr gut seid und gut aufpasst, dann werdet ihr vielleicht sogar genauso gut wie der legendäre Herr Neville Longbottom, der dadurch, dass er in Kräuterkunde so gut war, einen sehr hohen Lehrerplatz an dieser Schule gefunden hat. Und deswegen sage ich euch gerne, passt gut auf und ihr wisst nie, wofür es gut ist. Gut. Also, das ist die erste Pflanze. Das war die erste
Ihr habt gut aufgepasst. Hey, was macht ihr denn da? Das geht aber überhaupt gar nicht. Na, passt mal auf, was ich jetzt mit euch mache. Stupa. Ich glaube, ich muss mir einmal einen Zauberstab zulegen. Das wollte ich gar nicht. Na, hörst du denn wohl wieder auf? Na komm. Aufhören. Shh. Na, geht doch. Diese Zauberstäbe. Schlimm. Naja, wenigstens hat er das alles nicht wieder zurückgefeuert. Ich wollte euch eigentlich eure Schokofrösche kaputt machen. Gut, was machen wir jetzt? Dadurch, dass ihr den Unterricht gestört habt, müssen wir jetzt noch eine Pflanze durchnehmen. Sonst hättet ihr schon frei bekommen. Okay, ich suche mir eine ganz besondere für euch aus. Ich habe noch etwas Besseres gefunden. Den Efeu. Auf Seite 104. So sieht das aus. Na, wer von euch Sternfrieden kann mir denn sagen, was von den Bildern in dem Buch der Efeu ist? Ist es das hier? Das hier? Sagen wir noch einmal alle auf, und besonders die, ich höre genau in eurer Ecke, die gestört haben. Jetzt lesen wir alle leise. Denkt an die Alraunen, was hier über den Efeu geschrieben steht. Hayokim, Jaya Foyonmi, Ayunde Kyamo, Aya Foyamoko, Andayin, Afoyamoko, Yoji. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch etwas von dem Efeu gelernt habt. Denn, wie wir gerade gelernt haben, ist er nicht nur giftig, sondern hat richtig.
richtig dosiert auch eine Wirkung gegen Depressionen. Und das solltet ihr nicht vergessen. Aber wie man den dosiert, haben wir noch lange nicht. Deswegen geht nicht einfach selbst daran, sonst könntet ihr euch vergiften. In Ordnung. Weil ihr ja heute sowieso schon alles gestört habt, wenigstens ein paar von euch, nicht alle, werden wir den Unterricht an dieser Stelle beenden. Denn ich habe Angst um die Alraunen. Die müssen momentan sehr gut ausruhen. Und ja, geht bitte leise zu den Türen und vergesst nicht, was wir heute durchgenommen haben. Ich sehe euch dann in der nächsten Stunde wieder. Tschüss.